Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lego Man. Und ja, dies ist ein neues Mock von mir. Und ja, ich zeig's einmal ganz. Ja, wenn der Fokus auch mitspielen würde, wäre es auch... Ja, das ist jetzt mein neues Mock mit einer Base. Und ja, ich fange mal direkt mit der Vorgeschichte an. Also, die Vorgeschichte ist, dass die Red Elite... Also hier, der die Red Elite halt, eine Base infiltrieren soll. So eine kleine Base von den Druiden, die im Kalamit-Sektor, ich glaube, das wird ausgesprochen, Kalamit-Sektor, ja, die soll sie infiltrieren, damit die, Klonarmee hier landen soll, kann. Ja. Das war es eigentlich zum Großteil zur Vorgeschichte, das ist jetzt halt nicht so viel, aber naja. So, dann fange ich erstmal hier, ja, jetzt mal mit ihm an. Das hier ist einer der Red Elite, das ist der Funk- und Technik-Typ. Wer ihn nicht kennt, na gut. Gut, der hier steht hinter so einem Baum, also die verstecken sich hier halt, weil die das ja noch infiltrieren müssen. Hier ist ein Baum, der so ein bisschen eingestaubt ist, den habe ich bei mir irgendwo gefunden. Na ja, gut. Hier ist Gras. Also wenn man das jetzt so, ja gut. Hier ist Gras, sehr viel. Hier ist dann so ein Trampelpfad. Hier vorne ist dann die Base. Aber da komme ich gleich zu. Und hier ist mein Custom-Baum, sage ich mal. Den man aus meinem letzten Update kennt. Und ja, da steht der Commander, der Red Elite. Und ja, hier ist dann Bambus. Sehr viel Bambus. Da ist noch ein bisschen Gras, hier ist noch mehr Bambus, Bambus, überall Bambus. Man sieht das den Boden von lauter Bambus nicht mehr. Nein, da ist dann der Aft Trooper, der Red Elite. Also das ist nicht mehr der Leutmann wie früher, sondern jetzt ist der Aft Trooper ganz normal. Und der hat sich jetzt da versteckt. Der da läuft gerade da auch hin. Und der hier klettert halt auf den Felsen und dann darüber zu gehen. Ja. Hier ist dann der See. Also so Sand. Und dann ist hier so Wasser. Das habe ich jetzt mal mit diesen runden Steinen gemacht. Ja. Das sind so ein Großteil alle, außer denen, wo der Shell jetzt drin ist. Und ja, da ist noch fest drin. Ja, das war es jetzt zum Außenbereich halt. Da hier hinten ist noch der Fels. Da habe ich einmal meine Fels, diese Fertigfelsen benutzt. Und einmal habe ich so einen Fels gebaut. Ist mir eigentlich recht gut gelungen. Finde ich ganz hübsch. Nun ja, dann kommen wir zu Base, also hier vorne, ich nehme mal hier den Baum, dann kann man hier in der Mitte einmal brechen, finde ich so lustig, dann kann man hier das besser sehen, hier steht normaler Druide, da ist ein SKD, das ist hier so ein bisschen, ah ja, okay, hier ist ein bisschen symmetrisch, also hier ist einmal, einmal so ein Teil und nochmal so ein Teil, finde ich ganz hübsch, und da ist so der, wie man auch aus einem Dings. So ein Video, also eine Kamera halt. Wenn. Ja, so eine Kamera halt. Und das habe ich mir jetzt halt überlegt. Ach ne, den Baum lasse ich mal unten. Das sieht man besser. Ja, hier oben, das Dach habe ich jetzt auch mal ein bisschen. Naja gut, nicht so viel, aber trotzdem ein bisschen mehr. Detailliert. Hier ist einmal so eine ganze Leitung. Da ist von innen auch noch so eine Leitung, aber die zeige ich gleich. Die geht von hier, hier, über so ein Ding, hier und dann hier zu dem Stromkasten. Davor steht ein Druide. Und der PC ist halt so ein bisschen senkrecht und da sind halt Lüftung und so Anlagen. Und dann ist hier noch so ein Schlauch oder so ein Kabel halt eher. In dem Fall zu der Satellitenschüssel. Ja. Immer nicht so sonderlich viel. Und hier ist noch ein Stamp. Ja. Weil in diesen Zitadellen, in der Folge, wo die Jedi da mit der Zitadelle halt, ich weiß es nicht, wie die heißt, sieht man ja auch, dass die Stamps so auf diesem Ding stehen. Das habe ich jetzt einfach mal hier nachgebaut. Mit diesem neuen Stamp. Und das Tor kann man jetzt auch aufmachen, aber das zeige ich mal von innen besser. Und ja, hier ist die Base von innen. Ist nicht sonderlich groß. Ich wollte mich jetzt auch nicht überanstrengen mit der
Space und außerdem ist das Mock nicht so groß. Fange ich mal hier hinten an. Da hinten, wenn man es sieht, habe ich Aufladungsteile für die Druiden gebaut. Das sind so halt diese Art Kabel. Und da werden die da halt aufgeladen. Daneben sind dann halt auch Waffenständer sozusagen, können die in die Wand heften. Der eine nimmt sich da die Waffe, damit er für den ablöst. Also der wird von dem abgelöst. Also der wartet darauf, dass der da ran kann. Dann steht da einer zur Patrouille, damit da keiner nicht unbedingt draufkommt oder so. Was weiß ich. Ups. Da steht einer und steht dafür Wache. Da sitzen zwei an PCs, die mit einem Kabel verbunden sind. Und hier ist der Generator. Das ist auch noch so eine Wanddetaillierung. Hier. Da. Mit so einem Rad. Und da ist ja halt der Generator. Hier ist jetzt halt der Motor. Da habe ich halt zwei Motoren. Finde ich ganz hübsch. Hier ist halt die Anzeige und da ist die Lüftungsanlage. Dann komme ich jetzt halt zur weiteren Teil der Turmzentrale. Da ist ein Holotisch. Und da, also so selbstgebauter. Und hier ist halt ein Druidenpilot oder Techniker. Hier ist einer an so einem Bildschirm. Und hier ist halt die Leitung, die da und dann auf dem Dach weitergeht. Und hier ist dann noch Detaillierung hier. Da hinten. Habe ich mal ein bisschen eingebaut. Und ja, die Tür. Kann man auf. Das ist jetzt gerade doof. Und wieder zu. Ist jetzt halt auch nicht so perfekt. Ich habe jetzt etwas falsch gemacht, aber naja. Hier sind halt noch so welche zwei, drei Stützen, weil dieses Tor jetzt nicht ganz auseinanderfällt. Aber beim nächsten Mal weiß ich, also beim nächsten Mock weiß ich, wie ich das jetzt mache. Na ja, gut. War jetzt halt mein erstes richtiges Base-Mock. Ich hoffe, ihr verzeiht. Einmal nochmal hier der Innenraum. Und ja, das Mock ist halt diesmal nicht so groß. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so lang machen, das Video. Und ich mache dann mal den Baum wieder drauf. Ja, einmal noch hier den Grasebene, dann hier die Bombusebene. Fels, die Base von oben und das. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich gerne über ein Abo freuen. Auch über ein Abo freuen würde sich Clone Assassin, der jetzt 95 oder mehr Abonnenten hat. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, deswegen gehe ich darauf nicht weiter ein. Und ja. Zum nächsten Mock werde ich noch ein Update rausbringen und ja, ich sage dann erstmal, ja, abonniert, kommentiert und bewertet und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.